Ja, willkommen zurück zu Illusion of Time für das Super Nintendo. Immer noch befinden wir uns in Angkor Wat und es geht jetzt weiter. Wir sind aber doch schon recht weit vorangekommen. Weg zur Haupthalle. Also jetzt sind wir wieder draußen, jetzt müssen wir diese Mistviecher besiegen hier. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Ah, hier hinten. Ah. Okay. So. Wir haben im letzten Part übrigens den Earthquaker gelernt. Ja, und mittels des Earthquakers können Gegner ja bewegungsunfähig gemacht werden. Also der so richtig starke Attacke. So. Oder was heißt eine starke Attacke? Schaden macht sie ja nicht. Oh, das ist ein Skelett. Das wollen wir mal untersuchen hier. Die sterblichen Überreste eines Abenteurers sind über den Boden verteilt. Zwischen den Knochen ist ein Pergament versteckt. Lesen. Angkor Wat. Forschungsbericht. Freezer. Jetzt heißt er wieder Freezer. Vorhin hieß er Freezer wieder. Oder was heißt wieder? Erst hieß er Freezer, dann Freezer, dann wieder Freezer. Da konnte Claude sich auch nicht entscheiden. Es gibt einen Tempel, der einen Geist beherbergt. Im ersten Stock der Eingangshalle endet der Weg in einem hellen Raum. Dieser Raum führt zum obersten Stockwerk, doch das Licht ist zu hell, um den Weg zu erkennen. Nur eine Sonnenbrille kann Dunkel in das Licht bringen. Nahe der Eingangshalle sah ich etwas Glänzendes. Ich musste jedoch fliehen. War es vielleicht die Sonnenbrille? Ich werde schwächer. Vielleicht wird jemand eines Tages meine Aufzeichnung nutzen können. Und das, ja, war es mit Freezer. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, wo geht's denn jetzt hier? Eine Sonnenbrille in einem Spiel, das so, ja, so gefühlt im Mittelalter spielt. Also so mittelalterliche Bezugspunkte hat. Ist schon sehr ungewöhnlich. Aber naja, auch das wird sich alles noch klären. So, ein Gegner haben wir hier noch. Ich glaube, den kann ich jetzt noch nicht besiegen. Da muss ich irgendwie von einem anderen Eingang kommen. Da müssen wir mal schauen hier. Erstmal hier so weiter. Geht's hier hin? Vielleicht hier noch irgendwas? Oh, hier an den Seiten. Das kann man auch noch entlang. Nicht hier unten, ne? Nee. So, dann geht's hier nach oben. Okay. Hier ist auf jeden Fall nichts auf der Seite. Dieser Seite hier. Ja, da kommen wir da gar nicht hin erst. Das ist durch Büsche versperrt. Warum kann er nicht einfach mit seinem Schwert die Büsche niederhacken? Da müssen wir vor einem anderen Eingang kommen dann. Aber das ist hier ja möglich, das weiß ich ja. Oh, ein Schatz. Und 6 Gegner hier. Oh, 3 von diesen Schädeln hier. Einer nerviger als der andere, weil ich den einen überhaupt gar nicht erreichen kann. Da muss ich erstmal da den Weg entlang gehen. Hallo! Das reicht! Aber wir haben ja Freeden. Oh, nicht erreicht, leider. Ah, doch, den einen konnte ich hier doch erreichen. Zum passenden Zeitpunkt. Ja. Und hier ist der Raum. Kurz nach dem Betreten wird der gesamte Raum mit gleißendem Licht durchflutet. Ja. Und wir können hier nichts sehen in diesem Raum. Hier haben wir schon ein paar Gegner besiegen vielleicht. Besiegen nicht, aber doch einen konnten wir besiegen. Ja, wir brauchen hier die Sonnenbrille. Wie ja schon gesagt wurde. Das ist ein Sphärenportal. Fehlt da noch ein Gegner? Den müsste ich doch eigentlich auch noch erreichen können. Das ist wieder... Ah, hier ist so ein lila Schädel. Na gut, ich muss sowieso in diese Richtung. Das ist das, was ich am Anfang, als ich diesen Dungeon betrat, gemeint habe. Später kann das doch nerven.
wenn die Räume größer sind und die durch den ganzen Raum fahren, da diese lila Schädel. So, jetzt bin ich hier. Und hier ist auch nichts zu finden. Irgendwo war... Hier. Oh, hier ist ein Busch hier noch. Jetzt haben wir hier auch alle Gegner besiegt. So. Und da blinkt irgendwas. Etwas Glänzendes liegt auf dem Boden. Du hast die Sonnenbrille gefunden. Ja, die werden wir auch gleich mal aufsetzen hier. Sunglasses at night hier. Sonnenbrille. Die Brille schützt vor hellem Licht. Okay. Dann können wir jetzt in diesen hellen Raum gehen da, ne? Aber wir sind mit diesem Raum noch nicht fertig, denn hier gibt es noch einen Schatz. Den können wir, glaube ich, erst erreichen, wenn wir von oben irgendwo runterspringen. Müssen wir mal schauen. Erstmal geht's nach oben. So. Denn ihr seht, hier sind Löcher zum Runterspringen, aber ich glaube, da sollte man es lieber nicht machen. Oh, gut. Erwischt hier. Da geht's zum Zwergenportal hier. Hier ist. Ein Schatz, aber ich brauche doch noch zwei rote Juwelen. Ah, hier kann ich nur mit Will durchsliden. Moment mal. Komme ich auch nur mit Will zum Schatz? Mal gucken hier. Oder kann ich auch hier so runterspringen? Ja, tatsächlich. Ich muss mich in Will zurückverwandeln. Das heißt, den Rest muss ich mit Will machen. Den Rest dieses Dungeons. So. Die Rückverwandlung dauert immer länger als die Verwandlung als solche. So. In Angkor Wat befindet sich ein Tempel. Er ist tief im Urwald verborgen und gut getarnt. Nur wenige haben ihn bisher gefunden. Auf der oberen Etage wirst du den Grund deiner Reise begreifen. Bisheriges Geschehen speichern. Ja. So. Ja, wir werden in Kürze endlich mal so ein paar Hintergrundinformationen bekommen. Was das überhaupt alles soll. Warum wir überhaupt auf ja, diese Statuen suchen müssen. Gut, das vielleicht noch nicht, aber wir werden so einige Informationen bekommen, warum wir überhaupt hier auf dieser Reise sind. So, zwei Gegner sind da noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die nur besiegen kann, wenn ich da runterslide, ne? Also wenn ich jetzt hier so... Oh, das muss natürlich nie sein. So, ich will mir erstmal den Schatz holen. Das ist ein... Rotes Juwel. Jetzt haben wir keinen Platz mehr hier, ne? Doch, einen Platz haben wir doch. Aber ich muss trotzdem ein Juwel wegschicken. Das mache ich jetzt mal schnell. Da wir noch was bekommen hier in diesem Dungeon, neben dem vierten roten Juwel. Rote Juwelen fliegen zum Juwelier. Ich finde es gut, dass sie diese Option eingebracht haben. Weil sonst hätte man ja überhaupt keine Chance gehabt, mit diesem Platz auszukommen hier. So, okay, dann wollen wir jetzt wieder nach oben, in den zweiten Stock hier. So. Diesmal gehe ich mal auf die andere Seite. Und wieder so ein Vieh. So. Nochmal erhöht sich die Energie hier. Das ist doch klasse hier. So, jetzt haben wir hier alles gefunden und dann geht's hier jetzt weiter, ne? So. Dritter Stock! Und wir befinden jetzt immer noch keinen Schatz hier. Na nü! Ich weiß nicht... Wieso das manchmal möglich ist, dass man die Gegner treffen kann, wenn man mit dem Rücken zu denen steht. Ach, gut.
ja, jetzt so zum Ende hin, diesen Dungeon hier, da wird's angenehmer. Ist nicht mehr so nervig wie am Anfang. Obwohl, ja gut, hier wie noch so ein scheiß orangefarbenes Mistvieh. Aber den lassen wir jetzt mal. Ich muss erstmal sowieso nach oben, um mich da runter da dann fallen zu lassen. Haben wir hier noch einen Schatz? Ah, danke. Gut. So. Da nehme ich manchmal auch einen Treffer in Kauf. Hauptsache, ich kann diese orangefarbenen Viecher schnell besiegen, bevor die überhaupt diese... diesen nervigen Warteangriff machen. Wie 1000 Wege. Ah! Rotes Juwel gefunden. Das letzte hier. Ja. Fuck you! Meine Güte. Oh, nochmal die Energie. Wie häufig geschieht das denn hier bitte? So. Jetzt muss ich mich nur noch da fallen lassen, da unten. Dann haben wir das auch bald geschafft hier. Und hier sind noch 6 Gegner zu besiegen. Wow. Nein! Ich wollte ihn noch gar nicht. Gut, dass ich ihn noch einmal treffen konnte hier. Sonst hätte ich Schaden genommen. Wenn er da diese Rotierungsattacke gemacht hätte. So. Okay, dann haben wir hier jetzt auch alles. Ja. Oder dann... sind wir jetzt hier im 4. Stock? Nee. Ach, doch. Ach so, doch. Ich wollte erst sagen, wir haben doch noch nicht alles, aber hier kommen keine Gegner vor. Gut. Dann sind wir jetzt hier im Obergeschoss, also im höchsten Obergeschoss hier. Und da ist eine Seele, mit der wir sprechen müssen. Will, seit Jahrhunderten habe ich schon auf dein Kommen gewartet. Was? Wer bist du? Ich träume schon seit langer Zeit. Mein Körper wurde zu dem, was er heute ist. Ich werde dir eine andere Welt zeigen. Schließe deine Augen. Was ist das? Das ist die neue Welt. Sie ist durch und durch grau, so wie die Statuen im Kral. Du irrst, es gibt dort blaues Wasser, grüne Wälder, weiße Berge. Ich werde dich in diese Welt geleiten. Mich? In diese fremde Welt? Bäume wurden zu Gebäude ersetzt, Flüsse durch Straßen. Ganz egal, in welcher Welt die Menschen leben, wenn sie denken, dass sie froh sind, sind sie es auch. Gehe nun zurück zum Kral und erlöse die Versteinerten von ihrem Schicksal. Befreie die Bewohner von ihrem grauen Schicksal. Bringe ihnen Erlösung. Als das grelle Licht verschwand, spürte ich, dass ich etwas sehr Wertvolles erfahren hatte. Erst jetzt merkte ich, dass ich die Gorgonenrose in meiner Hand hielt. Du hast die Gorgonenrose erhalten. Ja, und jetzt haben wir ein Detail der Story erfahren, dass diese, in Anführungsstrichen, neue Welt gewissermaßen auch so eine Art alte Welt ist, denn hier
in diesem Spiel macht sich das, ja, es wird zwar nicht deutlich ausgedrückt, in Terra Enigma wird das noch weitaus deutlicher ausgedrückt, aber hier nicht so sehr. Dieses Dreigespann von Schöpfung, Entwicklung und Niedergang, das sich immer wiederholt, also in einem ewig wiederholenden Kreislauf, dass sich das hier niederschlägt. Denn wer weiß, wie häufig schon nach diesen Statuen gesucht wurde. Der Komet, übrigens das Licht des Kometen, das hat die Welt verändert. Hat zum Niedergang der alten Welt geführt, die gewissermaßen neue Welt auch genannt wird jetzt hier. Ist zwar ein bisschen, hört sich zwar ein bisschen seltsam an, aber das ist in der Tat so. Also auch so gemeint, dass diese neue Welt schon, dass es die schon mal gab. Das ist, war jetzt keine Zukunftsvision, sondern ein Rückblick in die Vergangenheit, dass es das schon mal gab, aber die Menschen es vergessen haben und dass der Komet dafür verantwortlich ist, dass sich hier diese Welt, die wir gesehen haben, niedergegangen ist. Also sie wurde erst geschöpft, dann hat sie sich entwickelt und dann ist sie wieder niedergegangen. Und das geschieht alle 800 Jahre lang. Und wer weiß, wie häufig das schon geschehen ist. Also einer vom Mondvolk hat ja gesagt, das ist schon jetzt das vierte Mal oder fünfte Mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber vom Mondvolk hat das ja einer gesagt, dass das schon mehrfach geschehen ist, dass der Komet kommt. Also dieses Dreigespann von Schöpfung, Entwicklung und Niedergang manifestiert sich immer dann, wenn der Komet kommt. Das heißt, wenn der Komet kommt, dann vergeht wieder alles. Und es wird wieder alles, ja, nach einer Erholungszeit wird wieder alles neu erschaffen und entwickelt sich prächtig und dann wird das wieder vom Kometen, ja, gewissermaßen zerstört. Oder verändert zumindest. Also nicht unbedingt zerstört, aber verändert. Also das Licht des Kometen hat so eine Veränderungswirkung. Aber dazu kommen wir noch im weiteren Verlauf des Spiels. Es war jetzt nur so ein kleines Anteasern, dass sich die Geschichte immer wiederholt. Nur eben, dass sie, ja, dass sie sich, wenn sie, also wenn die Welt entwickelt ist, dass sie wieder vergeht dann auch. Das ist ein bisschen kompliziert, deswegen ist es auch so ein bisschen seltsam zu erklären jetzt auch hier. Vor allem, weil noch ein gewisses Puzzleteil fehlt, was wir noch bekommen werden an Informationen. Aber das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Story noch alles beinhalten wird. Und dann soll noch jemand kommen und sagen, das Spiel hat keine Story. Also ich finde diese Story sehr tiefgreifend hier. Und in Terra Enigma ist sie noch tiefgreifender. Also da könnt ihr auch schon mal auch drauf freuen, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Aber hier ist das haben die extrem genial gemacht hier, muss ich sagen. So. Jetzt muss ich mal kurz am Überlegen, was ich jetzt gleich machen werde. Und auch Frieden ist jemand, der aus der Vergangenheit kommt. Aus einer Welt, in der es ja gewissermaßen auch so Kriege schon gab und sowas, ne? Weil er ja ein Krieger ist auch. Und er kam auch mit dem Licht des Kometen in Berührung, aber das wird hier nicht in diesem Spiel erwähnt, aber man kann sich das denken. Man kann sich das denken, weil er mit dem Licht des Kometen in Berührung kommt, wurde er zu diesem dunklen Ritter, der er ja ist. Und hat auch diese Fähigkeiten, die er bekommen hat. Das ist ein Krieger aus längst vergangenen Epochen, also die auch aus einer ganz geänderten Zeit, die, keine Ahnung, wie häufig der Komet dann schon gekommen ist, nachdem Freedom gelebt hat. Aber auf jeden Fall ist Freedom eine aus einer alten Welt, als die Welt noch anders aussah. Noch unbeeinflusst von Kometen. Also zu der Zeit dann eben halt, ne? Also dass der Komet dann aber so ähnlich wie es jetzt wie bei Will ist, dann nach 800 Jahren kam und dann hat er sich irgendwie mit dem Licht wurde von diesem Licht berührt und hat eben diese Fähigkeiten bekommen. So, dann rüsten wir mal diese Gorgonenrose aus, aber vorher will ich doch
eine Sache machen. Das Juwel möchte ich zum Juwelier schicken. Denn ich bekomme gleich noch ein weiteres Juwel. Das möchte ich jetzt... Nee, das mache ich nicht mehr in diesem Part, das mache ich im nächsten Part. Aber wir können schon mal die Gorgonrose ausrüsten hier. Gorgonrose macht Versteinerung rückgängig. Okay. Dann speichern wir. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Also ich hoffe, ich habe das ein bisschen so verständlich rübergebracht. Vielleicht so ein bisschen unsystematisch, weil ich... weil mich das erstmal wieder so auseinanderklabüstern muss. Also wenn ihr das Strukturierte haben wollt, dann empfehle ich euch, das Illusion of Time Analyse Video von The Parappa zu gucken. Denn da hat das noch ein bisschen strukturierter. Ich habe das jetzt einfach nur so aus freien Stücken gemacht, ohne jetzt ein Skript vorliegen zu haben oder so etwas, sondern einfach so, wie es mir in den Sinn kam. Also, dann erstmal speichern und dann geht's im nächsten Part weiter. Dann sehen wir uns wieder. Bis dann und tschüss.